Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Rechtsecke. Herzlich willkommen hier aus der Rechtsanwaltskanzlei Eckert Hennig, Sitz und Techner. Heute geht es um das Thema Entschädigung für Nutzungsausfall nach einem Verkehrsunfall. Dazu bin ich verabredet mit Rechtsanwalt Udo Eckert. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht. Herr Eckert, folgende Situation. Ich hatte einen Unfall. Ich kann nicht mehr mit meinem Fahrzeug unterwegs sein, muss in die Werkstatt zu einer Reparatur. Gibt es denn automatisch Ersatz für das Fehlen meines PKWs? Also automatisch geht gar nichts. Ich muss es immer beanspruchen, weil je nachdem, wer den Unfall verursacht hat, entweder die gegnerische Haftpflichtversicherung oder die eigene Kaskoversicherung, natürlich nichts macht, ohne dass ich das verlange. Die sind froh, wenn sie keine Kosten haben und tragen mir also nichts hinterher. Es gibt natürlich die Möglichkeit, einen Ersatzwagen zu beanspruchen, einen sogenannten Unfallersatzwagen, bei der jeweiligen Werkstatt zum Beispiel, die ich habe, oder bei irgendeinem privaten Autovermieter. Das ist keine Frage. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, bei der gegnerischen Haftpflichtversicherung, wenn denn der andere Unfallbeteiligte, den Unfall schuldhaft verursacht hat, auch eine sogenannte Nutzungsausfallentschädigung geltend zu machen, anstelle eines Ersatzwagens, wenn ich also nicht zwingend ein Auto benötige während der Reparaturdauer, sondern vielleicht auch mit dem anderen, von der eigenen Frau oder so, mitfahren kann, dann kann ich mir diese Nutzungsausfallentschädigung beanspruchen. Wann sollte ich mich ganz konkret für so eine Nutzungsausfallentschädigung entscheiden? Also anzuraten ist es immer dann, wenn der Unfallhergang strittig, die Unfallverursachung also strittig ist, wenn es also sein kann, dass ich keine hundertprozentige Haftung von der Gegenseite anerkannt bekomme, sondern vielleicht einen großen Teil oder einen kleineren Teil Mithaftung zu vertreten habe, dann müsste ich ja auch zum Beispiel die Mietwagenkosten zu diesem Mithaftungsanteil selbst bezahlen. Das heißt, ich hätte dann noch zusätzliche Kosten. Wenn ich das vermeiden will, dann verzichte ich lieber auf die Mietwagenkosten und mache die Nutzungsausfallentschädigung geltend. Dann habe ich wenigstens die Einbuße etwas vermindert. Können Sie sagen, wie hoch diese Entschädigung ist? Das kann ich sagen, aber das kann ich nur PKW bzw. Kraftfahrzeug bezogen sagen. Es gibt im Übrigen nicht nur für Kraftfahrzeuge so eine Nutzungsausfallentschädigung, sondern auch für Fahrräder oder für Motorräder und dergleichen, was ja auch ein Kraftfahrzeug ist. Und selbst für Dienstwagen, also für LKWs, auch da gibt es unter Umständen Nutzungsausfallentschädigung, ist aber etwas komplizierter geregelt im gewerblichen Bereich. Im Regelsatz, ich sage jetzt mal eine Hausnummer, für einen normalen mittleren PKW gibt es so um die 50 Euro pro Tag. Für die ganz konkrete Bezifferung gibt es sogenannte Tabellen, die also zum Beispiel die Schwacke-Tabelle oder es gibt die Sanden-Danner-Tabelle, da kann man nachschauen, was konkret der jeweilige PKW in der jeweiligen Ausstattung, mit der jeweiligen Leistung und so weiter dort für einen konkreten Tagessatz hat. Und es hängt auch davon ab, das muss man auch wissen, wie alt das Fahrzeug ist. Es gibt also dann so eine Art Verminderung dieser Tagessätze, wenn ein PKW älter als 5 Jahre ist und dann nochmal, wenn er älter als 10 Jahre ist. Herr Rechtsanwalt, was brauche ich vielleicht für Nachweise, für Belege für diese Entschädigung? Also ich muss der Versicherung auf alle Fälle nachweisen, dass ich überhaupt einen Nutzungsausfall hatte. Das heißt, ich muss der Versicherung nachweisen, wie lange der PKW notwendigerweise wohlgemerkt zur Reparatur in der Werkstatt war. Und wie lange ich also sozusagen keinen eigenen PKW nutzen konnte. Das fängt in der Regelfall mit dem Unfalltag an. Und wenn dann zeitnah auch gleich die Reparatur erfolgt, dann und das Fahrzeug vor allen Dingen nicht fahrfähig ist, das ist natürlich auch ganz wichtig. Wenn es noch fährt, habe ich ja keinen Nutzungsausfall, auch wenn da vielleicht eine Beule dran ist. Aber wenn es eben nicht mehr fährt, weil es nicht mehr verkehrssicher ist, dann habe ich den Zeitraum bis zur Wiederherstellung des Fahrzeuges, kann ich dann auch durch die Werkstatt ganz einfach nachweisen und durch die Rechnungsvorlegung zum Beispiel. Und wenn es dort Verzögerungen gibt, dann kann die Werkstatt auch da eine kurze Begründung abgeben, weil da vielleicht irgendein Ersatzteil erst spät geliefert wurde oder dergleichen mehr. Dann kann man das entsprechend der Versicherung belegen, welcher Zeitraum das war. Abschließende Frage nochmal zum Thema Versicherung. Wer zahlt denn das, die Haftpflicht oder die Kaskoversicherung? Also wenn der Unfall von der Gegenseite verursacht wurde, dann zahlt die gegnerische Haftpflicht diese Nutzungsausfallentschädigung. Das machen die aber auch nur auf Anforderung, das muss ich also ausdrücklich verlangen. Vergessen manche dieser Haftpflichtversicherer immer in ihren sogenannten Informationsschreiben gerne mal zu erwähnen. Bei der Kaskoversicherung gibt es grundsätzlich keine Nutzungsausfallentschädigung, also wenn ich den Unfall selbst verursacht habe. Es sei denn, ich habe in der Kaskoversicherung so eine Klausel mit vereinbart, die ich dann auch über meinen Beitrag mit finanziere oder zum Beispiel über einen Schutzbrief dann so einen Ersatzwagen beanspruchen kann. Aber das hat nichts mit der direkten Kaskoversicherung zu tun.
Vielen Dank für diese vielen Informationen. Meine Damen und Herren, wenn Sie weitere Fragen zum Thema Recht, speziell zum Thema Verkehrsrecht haben, dann sind Sie hier bei Rechtsanwalt Udo Eggert mit Sicherheit in guten Händen. Haben Sie weitere Fragen zum Thema Recht, dann können Sie die uns gerne zukommen lassen. Gerne per Post an die Adresse am Goldbachtal 4 in Brand-Erbesdorf oder per E-Mail unter info@kanal9-erzgebirge.de.